Ante Čović mit Hertha BSC noch ohne Punkt in dieser Regionalliga-Saison, zuletzt aber schon mit ansprechenden Leistungen. Im Duell der Berliner Traditionsvereine Hertha gegen Viktoria, die Blau-Weißen mit gutem Start. Wir sind gerade mal in der zweiten Minute. Aksakal auf dem linken Flügel. Aksakal, Ulrich, der ein sehr starkes Spiel machte, bringt den Ball ins Zentrum. Da ist Michel Brink. Riesentat von Köstenbauer im Viktoria-Tor. Auch Čović kann den Nachschuss dann nicht unterbringen. Erst die Faustabwehr und dann die Parade gegen Michel Brink. Kapitän Čović dann am Tor vorbei. Von Viktoria bis dahin nicht viel zu sehen. Die 11. Minute, die erste Ecke der Partie. M. Gammes, früher selbst in der Hertha-Jugend aktiv. Da ist Baka, 1:0, Viktoria. Fatih Baka mit dem Führungstreffer für die Gäste. 1,95 Meter ist er groß. Die Ecke von M. Gammes und da kommt Baka. Sein erstes Regionalligator überhaupt im 33. Spiel. Quasi Groch, der heute erstmals im Tor stand bei Herthas U23 ohne Chance. Aber die Antwort der Hertha-Bubis, wie sie ja gerne genannt werden, die ließ nicht lange auf sich warten. Der starke Lukas Ulrich treibt den Ball durchs Mittelfeld, sieht Michel Brink, Doppelpass und hinein ins Tor, 1:1 Hertha BSC. Welch ein feiner Spielzug, abgeschlossen von Lukas Ulrich, der Linksverteidiger, der seine Position sehr, sehr offensiv interpretierte. Nach 3 Minuten nur der Ausgleich für Hertha BSC, Köstenbauer im Tor ohne Chance. Viktoria Berlin, gnadenlos effektiv. Wir sind in der 28. Minute, der Ball kommt rüber auf die linke Seite zu Moritz Seifert. Seifert zieht in den Strafraum, Seifert nicht vom Ball zu trennen und da steht es 2:1 für Viktoria. Moritz Seifert, in der vergangenen Spielzeit 34 Spiele in der dritten Liga bestritten. Kein einziges Tor erzielt. In dieser Saison schon 2 Vorlagen und jetzt das erste Tor für ihn. Lässt die Hertha-Defensivspieler dort wie Slalomstangen aussehen. Moritz Seifert für Hertha im dritten Spiel wieder ein Rückstand zum dritten Mal in Folge. Die beste Phase für Viktoria Berlin, die 35. Minute. Der starke Oliver Maric auf dem rechten Flügel bringt die Flanke für Yilmaz. Der Ball klatscht an den Pfosten, aber da ist Tyson. Und Tyson scheitert an Kwasi Groch. Riesentat vom Hertha-Torhüter. Der Kopfball von Yilmaz, einer der Neuen in der Startformation. Und Tyson, der in den ersten beiden Saisonspielen jeweils getroffen hatte, scheitert hier an Kwasi Groch. Bei Hertha BSC der prominente Neuzugang Nader Jindawi zum ersten Mal in der Startformation. Da ist Jindawi. Jindawi im Strafraum. 2:2. Der erste Treffer für Nader Jindawi im blau-weißen Trikot. Hertha kann zum zweiten Mal ausgleichen. Jindawi, wie man ihn kennt, unnachahmlich stark im Zweikampf. Sicher im Abschluss von Čović sehr schön eingesetzt. 2:2. Das war es aber immer noch nicht. In Halbzeit 1, die 43. Minute, Jindawi wieder auf dem rechten Flügel, bringt den Ball ins Zentrum zu Hüter und da ist Michel Brink, 3:2, Hertha dreht das Spiel, Jonas Michel Brink, der nach 2 Minuten schon die erste Riesenchance für Hertha hatte, jetzt 2 Minuten vor der Pause trifft er zum 3:2. Von Hüter der finale Pass und gleich sehen wir es nochmal besser, dass Köstenbauer im Tor von Viktoria den Ball sehr spät sieht, ohne Chance. 866 Zuschauer sahen dieses Spiel mit 5 Toren in der ersten Halbzeit. Einer der Zuschauer, Markus Ziesche, im Vordergrund der Trainer von Babelsberg. Die Potsdamer sind der nächste Gegner von Viktoria Berlin. Die zweite Halbzeit, Hertha kam gut aus der Pause. Ball kommt ins Zentrum zu Julian Eitschberger und der zieht einfach mal ab aus der Distanz. Latte, Julian Eitschberger. Tolle Szene vom Rechtsverteidiger. Die Ballannahme mit der Brust, tolle Schusstechnik und die Latte rettet für Köstenbauer. Eitschberger, der ja schon mal ein Bundesligaspiel für Hertha unter Felix Magath bestritten hat, dann wieder im Brennpunkt. Eine Viertelstunde vor dem Ende der starke Maric, diesmal über links. Maric vorbei an Eitschberger und Maric am Boden. Schiedsrichter Philipp Virock zögert keinen Moment, zeigt Eitschberger die gelbe Karte und dann
Wieder die Rückennummer sehen. Ja, die 42. Der hatte doch schon gelb, also gelb-rot gegen Eitschberger. Hier die Hand draußen zum Gesicht von Oliver Maric. Eitschberger muss runter, Hertha in den letzten 15 Minuten in Unterzahl. Und Viktoria machte natürlich Druck. Die 80. Minute. Matt Müller, der war eingewechselt worden und wieder quasi Groch. Welch eine Parade vom jungen Keeper. Matt Müller hier aus spitzem Winkel und quasi Groch steht genau richtig. Die 84. Minute. Hertha verteidigte das auch in Unterzahl. Gut, da ist Dormujan, der Kopfball aber ohne Druck. Quasi Groch ist da, hat keine Mühe. Das war die letzte Chance. Mehr ließ Hertha nicht zu. Quasi Groch hält diesen Ball, hält den Sieg fest. Und Ante Čović, der jubelte natürlich mit seinen Jungs. Einfach voller Freude für die Jungs, weil ich glaube, dass die heute für ihren... die wurden heute belohnt für den Aufwand, den die betreiben. In den ersten beiden Spieltagen haben wir auch immer wieder aufs Maul gekriegt, haben immer wieder aufgestanden. Heute genau das Gleiche, zweimal in Rückstand geraten, kommst du wieder. Die Mannschaft lässt sich davon nicht beeindrucken. Und zum Schluss, wenn du zu 10 so leidenschaftlich verteidigst, die ganze Kabine auf dem Platz steht, freut man sich darüber, dass man das Spiel auch natürlich nach Hause gefahren hat. Ich glaube, Wechselbad der Gefühle. Wobei ich sage, ich bin nicht einverstanden mit dem Auftritt, weil es war viel zu zerfahren, es war sehr unstrukturiert. Vor allem in Ballbesitz haben wir sehr, sehr wenig Lösungen präsentiert. Und wenn wir es mal gemacht haben, dann fällt halt wie beim 2-1 aus einer sauberen Spielverlagerung eigentlich eine klasse Situation, die wir rausspielen. Und Mo Seifert belohnt sich natürlich mit seinem ersten Saisontor. Alles in allem, ich glaube, gerecht wäre auf jeden Fall eine Punkteteilung. Aber da darf man halt nicht nach Gerechtigkeit suchen, wenn man 20 Minuten gegen einen Gegner in Unterzahl spielt. Hertha schlägt Viktoria mit 3:2 und am nächsten Spieltag geht's zum nächsten Derby zu Tennis Borussia.